Also der Film- und Videoclub Rehren sind jetzt hier in Bern und besuchen dieses Gebäude. Die Kinemathek Lichtspiel, sie ist Kino, Werkstatt, Archiv und Museum, also alles in einem und das seit fast 20 Jahren. 1998 hat der verstorbene Berner Walter Richard, ein Kinotechniker und der Kinotechnologie verfallener, man könnte schon sagen etwas skurrile Person, dessen Leben sich ausschließlich um die Kinematografie bewegt. Einer der Verantwortlichen, der Herr David Landolf, steht mir für ein paar Fragen zur Verfügung. Also, Herr Landolf, wie viele Filmprojektoren gibt es hier zurzeit in Ihrer Ausstellung? Also, die Ausstellung ist ja nur die eine Seite. Wir haben auch noch ein Lager. Ich würde mal schätzen, dass es einige Tausend sind. Ich müsste aber in der Datenbank nachschauen. Das heißt doch im Internet, Sie haben 150 Projektoren und über 500 Filme. Stimmt das nicht mehr? Hat sich das schon erhöht? Da haben Sie eine sehr, sehr alte Seite besucht. Wir haben über 25.000 Filme und Tausende von Geräten. Und welche Art von Filme? Sind das Schweizer Filme teilweise oder sind das Filme aus dem Ausland, Amerika und so weiter? Es sind vor allem kleinere Produktionen, das ist unser Fokus. Also nicht der bekannte große Spielfilm, sondern die kleinen, kurzen Filme. Das geht von Wochenschauen, sogenannten Kulturfilmen, über Trickfilme bis zum Familienfilm, zum Amateurfilm. Filme, die häufig eben in anderen Archiven vergessen gehen. Wenn ich zu Hause ein Vorführgerät habe oder einen Film habe, dann kann ich Ihnen den bringen und Sie archivieren das Ganze. Wir archivieren, wir beraten die Leute auch. Manchmal ist es ja auch schön, wenn man zu Hause noch die Filme zeigen kann, original. Aber wir haben natürlich auch das Angebot, dass wir Sachen zu uns nehmen, seien es Geräte oder auch Filme, und die fachgerecht dann auch aufarbeiten bzw. lagern oder eben auch weiter nutzen. Ist das Archiv, also diese Filmothek, ist das gut besucht? Die Kinemathek ist sehr gut genutzt. Das sind natürlich auch Leute, die nicht nur Filme anschauen kommen, sondern auch tagsüber mit Fragen, mit Material, mit jedem Anliegen, das man hat im Zusammenhang mit Filmen. Es gibt weltweit sehr, sehr wenig Institutionen, die in dieser Art und Weise ihre Sammlungen nutzen und präsentieren. Da kann man sehr weit suchen. Also dieses alles unter einem Dach und alles sichtbar, das ist weltweit einzigartig. Wir haben auch Kontakt zu verschiedensten Institutionen. Wir sind auch Mitglied des Verbandes der Internationalen Kinemathek, des Europäischen Kinemathekverbandes, und wir sind natürlich auch in einem Netzwerk, in dem sehr viele Leute aus diesem Bereich auch aktiv sind weltweit. Also wir haben auch Kontakt zu amerikanischen Archiven. Also hier auf 1000 Quadratmetern sind ca. 5000 Projektoren und Abspielgeräte auch und ganz speziell aus der Zeit, als die Bilder laufen lernten. Dass so eine Institution chronisch unterfinanziert ist, liegt auf der Hand. Und somit greift die Stadt Bern jährlich mit 205.000 Franken wohlwollend ihnen unter die Arme und der Rest kommt auch aus Spenden. Die kleinen Film- und Videoamateure stehen oder sitzen inmitten dieser einmaligen Sammlung hier in Bern. Interessant ist auch, dass seit 2006 die Kinemathek Mitglied der Fédération Internationale des Archives du Film ist. Dabei kam dazumal auch schon die Erotik nicht zu kurz. Auch eine Unmenge an Kameras, die wir selber noch gut in Erinnerung haben, lässt des Filmers Herz höher schlagen. Musik
Hier lagen ca. 25.000 Kurzfilme, die alle von den 30 Personen, 10 davon beziehen Lohn, liebevoll gehätschelt und gepflegt werden, und es werden immer mehr. Zur Pflege gehört auch das Digitalisieren alter Filme, um ihre momentane Qualität zu erhalten. Die nächste Station unserer Rundreise ist die, ja, ich hätte fast Sportküche gesagt, aber es ist eine kleine Verpflegungswerkstatt für die anwesenden Mitarbeiter. Das nächste Highlight ist ein Raum mit unzähligem Filmmaterial, aussortiert und etikettiert und somit auch vorführbereit. Das Lichtspiel sieht seine Aufgabe darin, Filme und anderes kinematografisches Material vor dem Zerfall, der Vernichtung und dem Vergessen zu retten, indem sie Materialien fachgerecht konserviert, aufarbeitet und der Öffentlichkeit zugänglich macht. Seit der Eröffnung des Lichtspiels werden jeden Sonntagabend 2 Filmrollen mit kurzen Filmen aus dem Archiv zusammengestellt und ermöglichen einen Einblick in die Filmsammlung der Kinemathek. Im Weiteren zeigt das Lichtspiel unter dem Titel Berner Rolle regelmäßig Filme von regionalen Filmkünstlern. Denn jährlich finden über 100 private Veranstaltungen und mehr als 150 öffentliche Vorführungen statt. Und jetzt im 2019 ist es die 1000. Unglaublich und europaweit einzigartig. Wir genießen noch ein paar Minuten das Treiben auf der Leinwand, bevor es wieder nach Basel geht.